Willkommen zu einem neuen spektakulären, nein, Spuk, so spektakulär ist es nicht, Video, denn es geht um Halloween. Ihr habt schon, bestimmt schon sehr, sehr viele Videos gesehen über Halloween, aber ich habe einen richtig coolen Trick für euch, wenn ihr noch kurz vorher entscheidet, oh, ich will doch auf eine Halloween-Party. Ihr geht einfach in den Drogeriemarkt, Rewe, Kaufland, egal wohin, ich habe mir meine Maske aus dem Rewe geholt. Das sind diese Peel-Off-Masken. Das ist das Einzige, was ihr benötigt. Und dann einen roten Lippenstift und einen dunklen Lidschatten. Ich finde, das Ergebnis ist richtig, richtig gut geworden. Dafür, dass es kein Profimaterial ist. Also ihr braucht kein Dingswachs. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So Modellage-Max, keine Ahnung. Ihr braucht einfach nur diese Maske für 95 Cent und das war's auch schon. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Es soll nicht sehr professionell sein. Es soll einfach nur ein schnelles Halloween-Video werden. Das Einzige, was ist, es muss ziemlich lange trocknen, aber dann habe ich auch bemerkt, mit dem Föhn geht es richtig schnell. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es. Legt nicht zu viel Wert auf die Perfektion, weil in dem Video soll es gar keine Perfektion geben. Es sollte einfach nur ein Last-Minute-Halloween-Look sein und das Ganze, ihr seht, es soll nicht perfekt sein. Genau. Ich rede nicht viel drum rum. Ich wünsche euch viel Spaß und ja. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. So, zuerst gebe ich mit meinem Pinselrücken die Maske auf meinem Unterarm auf. Ein Tipp an euch, gebt in der Mitte ein bisschen mehr von der Maske auf und zum Rand hin werdet ihr dünner. Das sieht dann einfach realistischer aus und später lasse ich das dann ein bisschen besser aufschneiden, wenn in der Mitte mehr Maske vorhanden ist. Wenn ihr mit der Form eurer Wunde zufrieden seid, dann lasst das Ganze mit einem Föhn trocknen. So sieht es dann getrocknet aus. Und dann kommen wir schon zu der Schere. Mit dieser Schere habe ich meine Wunde geöffnet und aufklaffen lassen. Bitte lasst das von eurer Mama machen oder macht das mit eurer Schwester oder mit einer Freundin und passt da richtig, richtig arg auf, dass ihr nicht eure Haut berührt. Ich berühre lediglich nur die Maske, also wirklich nur die Maske damit berühren und aufschneiden und aufreißen und aufziehen. Und ich kann es nur nochmal sagen, passt bitte ganz arg auf. Wenn ihr mit eurer aufklaffenden Wunde zufrieden seid, dann kommen wir jetzt zum roten Lippenstift und mit dem roten Lippenstift fahrt ihr komplett innen die Wunde entlang. Als nächstes benötigt ihr einen dunklen Lidschatten. Ihr seht, meiner ist so grau-schwarz und einen Pinsel und mit dem Pinsel nehmt ihr den Lidschatten auf. Wie ihr sehen könnt, gebe ich den dunklen Lidschatten komplett auf die Maske, also auf die blauen Stellen, was heißt Stellen, also auf die ganze blaue Maske. Und das Ganze soll dann ein bisschen vertrocknet aussehen, also dass außen so dunkel vertrocknetes Blut und vertrocknete Haut ist. Damit das Ganze nochmal echter aussieht, nehmt ihr jetzt nochmal euren roten Lippenstift und verteilt den komplett über eure blaue Maske und dann nehmt ihr euren Pinsel und verblendet das Ganze mit dem schwarzen Lidschatten. Wie ihr sehen könnt, gehe ich nochmal mit meinem dunklen Lidschatten in meine Wunde rein und mache das ein bisschen dreckig. So, und da Wunden nie perfekt aussehen, verwische ich und verblende ich das Ganze nochmal mit meinem Pinsel und mit meinem Finger. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Da seht ihr es. Die Wunde sieht richtig echt aus. Und ich bin richtig zufrieden mit meinem Ergebnis. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Jetzt passiert eigentlich wieder dasselbe. Ihr sucht den Punkt aus, wo ihr die Narbe haben wollt. Oder die Wunde haben wollt, besser gesagt. Ich kann euch raten, macht es lieber nicht übers ganze Gesicht, denn das wird nicht lange halten, weil es ganz schön spannend. Macht es an der Stirn oder an der Backe und dann wird das Ganze auch sicherlich den ganzen Abend halten. Wenn ihr eure Maske jetzt schon mit dem Föhn etwas angetrocknet habt, könnt ihr euch, während das Restliche noch trocken wird, auch schon mal währenddessen schminken. Ich zeige euch, wie ich mich schminken würde oder wie ich mich geschminkt habe und lasse es einfach mal nebenbei laufen und es kann eine kleine Inspiration für euch sein.
fertig ist das Make-up und dann kommen wir schon zum Öffnen unserer Wunde. Bitte macht es nicht alleine, im Gesicht mit der Schere rumzuhantieren ist nicht ganz ungefährlich. Wenn ihr es alleine macht, nehmt vielleicht einen anderen Gegenstand, eine Pinzette oder irgendwas ähnliches Spitzes. Und falls ihr es nicht alleine hinbekommt, nehmt eure Mama zu Hilfe oder eure Schwester und macht es bitte ganz, ganz vorsichtig. Wie an meinem Unterarm, lasse ich das Video jetzt einfach laufen. Ich wünsche euch noch viel Spaß dabei und ja. Ach ja, was ich unbedingt noch sagen wollte, falls ihr die Wunden nachmacht, macht doch bitte ein Bild von euren Wunden und verlinkt mich auf Instagram oder Twitter drauf mit dem Hashtag Patricia Palme. Ich würde mich super darüber freuen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Was ich noch schnell zum Outfit sagen möchte, ihr könnt tragen und eure Haare machen, wie ihr wollt. Ich habe es jetzt einfach so zum Dutt gemacht, weil es für mich besser war, das Ganze zum Schminken. Also ihr könnt anziehen, was ihr möchtet. Ihr könnt euch schick anziehen und einfach nur so einen Kratzer machen. Was ich euch auch noch nahelegen möchte, das hier über das halbe Gesicht ist nicht ganz so einfach, weil die Maske löst sich irgendwann, weil da eine bestimmte Spannung drauf ist. Also macht lieber hier oben eine Narbe hin oder hier. Hier ist die echt perfekt. Die ist mir auch richtig gut gelungen, finde ich, am Arm. Im Gesicht hatte ich ein paar Probleme. Also es ging auch, aber es war nicht ganz so einfach. Also ich rate euch, eine kleine Wunde irgendwo zu machen. Und ja, was möchte ich noch dazu sagen? Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin selber baff, dass es so gut geklappt hat, weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, weil ich habe das schon mal gemacht, habe ich nur eine ganz, ganz kleine Narbe probiert am Arm. Es war vor 3 Jahren Halloween und dann ist mir das eingefallen heute, dass ich das ja mal gemacht habe. Und ich dachte, ich kann es euch zeigen, denn es ist super einfach, wie ihr gesehen habt und macht ganz viel Spaß. So, dann wünsche ich euch ganz schönes Halloween, habt viel Spaß und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut! In the day.